ist es wieder soweit. Das Herbstfinale Jugend trainiert für Olympia und Paralympics geht los. 3 Tage lang der größte Schulsportwettbewerb, 464 Mannschaften und knapp 4000 Teilnehmer. Und wir starten direkt mit den Fußballern von JTFP. Jungs, geben wir unser Bestes, haben wir gewinnt? Ja! Was sind wir ein Team? 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 Aufgeben! Ein Team zu sein, genau darum geht es bei Mannschaftssportarten. Egal ob im olympischen oder im paralympischen Sport. Beim Fußballturnier von Jugend trainiert für Paralympics war das nicht anders. Auf den Plätzen am altehrwürdigen Jahn-Sportpark wollten die Teams beweisen, dass sie nicht umsonst Landessieger geworden sind. Denn nach Berlin zu fahren, hat gerade für Fußballer eine ganz besondere Bedeutung. Haben dort schon ihr Erfolgserlebnis und wollen sich natürlich messen, wie jedes andere Fußballteam natürlich auch. Und wenn man nach Berlin fährt, das ist wie Pokal-Endspiel und hier wird drum gekämpft. Im Modus des Schweizer Systems gilt zunächst das Prinzip jeder gegen jeden. Anschließend werden die Teams anhand einer Tabelle in 2 Gruppen geteilt. Pool B spielt dann die Plätze ab Rang 9 aus und die Mannschaften in Pool A ermitteln den JTFP-Sieger. Für die Teilnehmer und die Betreuer selbst ist schon das Dabeisein ein Highlight. Auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl in Berlin. Wir freuen uns immer. Wir sind seit einer Woche oder seit ein paar Monaten so aufgeregt auf Berlin und klar, macht das sehr Spaß auf jeden Fall. Ja, die Belohnung für die letzte Saison, die sich die Spieler erarbeitet haben. Und wir Spaß haben. Ganz viel Spaß haben. Und in eine, dass wir auch weit kommen. Denn dabei sein ist dann eben doch nicht alles. Schließlich geht es auch um den Sieg beim größten Schulwettbewerb der Welt. Dementsprechend motiviert sind die Schüler, kein Ball wird verloren gegeben, kein Zweikampf wird gescheut. Ja, genau, also schwer, aber wir gehen auch mit jedem Zweikampf da rein. Wir geben unser Bestes und gucken wir mal, wie es weitergeht. Dass so ein Team auch als Einheit funktioniert, ist letztlich Aufgabe der Trainer. Unterschiedliche Beeinträchtigungen, Charakter und fußballerisches Können. Die JTFP-Coaches müssen dabei auf viele verschiedene Aspekte eingehen. Das ist dann Aufgabe des Trainers während der Schulzeit. Bei uns ist es so, dass wir einmal pro Woche eine Neigungsgruppe Fußball anbieten und da dann eben die Jungs mit all ihren Schwächen und Stärken zusammenbringen und versuchen, eine Einheit zu formen. Feine Dribblings, harte Zweikämpfe und viele Emotionen. Beim paralympischen Fußballturnier war alles dabei, was das Spiel mit dem runden Leder so besonders macht. Nach dem tollen Start in den Tag beim Fußball sind wir jetzt hier in der Tennisanlage Blau-Weiß, wo die Wettkämpfe im Tennis starten. JTFP Tennis seht ihr bei Hauptstadtsport TV. JTFO hat Tradition beim Tennisclub 1899 Blau-Weiß Berlin. Seit 28 Jahren wird auf 24 Plätzen der Anlage das Bundesfinale des weltweit größten Schulsportwettbewerbs ausgetragen. Hier hat schon Anke Huber gespielt und Niki Pilic gecoacht. Und auch heute noch genießt der Tennisnachwuchs das besondere Flair der Anlage. Die Kinder fühlen sich hier wohl. Es ist ein Erlebnis für die Kinder, als Landessieger in die Hauptstadt zu kommen und dann auf solchen tollen Anlagen zu spielen. Wie gesagt, das ist seit 1989 im Standardprogramm von Jugend trainiert für Olympia. Und seit jeher trennt sich am ersten Wettkampftag die Spreu vom Weizen. Die Berlinerinnen von der John F. Kennedy Schule sind leider eher Spreu. Ihre Gegnerinnen vom Saarbrücker Gymnasium am Roten Bühl dagegen definitiv Weizen. Allen voran die 13-jährige Sarah Müller, die es unbedingt einmal in die Weltspitze schaffen will und, wie ihr Trainer Björn Behles weiß, auch kann. Ist in ihrem Alter deutschlandweit die Nummer 1, ist inzwischen in den höchsten Förderstufen im Deutschen Tennisbund und wir legen relativ große Hoffnungen in sie, wobei man aber ganz klar sagen muss, dass wir versuchen, Sarah behutsam aufzubauen und die Schule auch nicht zu kurz kommen zu lassen. Ein guter Ansatz, aber um fehlende Bodenhaftung scheint man sich bei der sympathischen Schülerin vom TuS Neunkirchen auch nicht sorgen zu müssen. Es macht auf jeden Fall Spaß, mit der Gruppe hier bei Jugend trainiert mitzuspielen. Es ist immer ein schönes Erlebnis und ich spiele immer wieder gerne hier. Was nicht verwundert, bei einer der schönsten Tennisanlagen Deutschlands. Wir haben jetzt Marco Schröder hier vom Leichtathletik. Wie wichtig ist Jugend trainiert für Olympia für Leichtathletik? Das ist immens wichtig. Es ist ein Wettbewerb, wo gerade in den Landesentscheiden Talente gefunden werden, die vielleicht nicht aus der Leichtathletik kommen, sondern aus anderen Sportarten.
den wir praktisch die Talente so ein bisschen wegschnappen. Ist aber in anderen Disziplinen genauso. Nichtsdestotrotz finden wir aber auch viele Leute, die eben noch nicht in Vereinen tätig sind. Und deswegen ist dieser Wettbewerb so immens wichtig für die Leichtathletik und für den Schulsport extrem. Wie wichtig ist es für die Inklusion? Ist ein sehr großer Fortschritt. Seit knapp 5 oder 6 Jahren haben wir jetzt Jugendtrainiert für Olympia und Jugendtrainiert für Paralympics zusammen. Am Anfang mit einer geringen Beteiligung, dieses Jahr doch 15 teilnehmende Mannschaften. Das zeigt einfach, dass auch dieser Stellenwert auch im Behindertensportbereich rapide gestiegen ist. Die Leistungen werden von Jahr zu Jahr besser und auch da einfach die Talente für die Vereine im Behindertensportbereich werden da einfach gesichtet und auch entsprechend gefördert. Jetzt noch nicht genug vom Sport hat, wir sind jetzt hier bei der Leichtathletik und der kommende Beitrag zeigt euch, was hier los ist. Tag 1 bei Jugendtrainiert für Olympia und Jugendtrainiert für Paralympics. Und auch die Leichtathleten starteten voll durch. Bei strahlendem Sonnenschein zeigten die besten Leichtathleten der Republik im Jahn-Sportpark Höchstleistungen. Ob beim Laufen, Ballwurf, Weitsprung oder im Hochsprung, für die Teilnehmer jedoch stand nicht nur der Wettkampf im Vordergrund. Ja, es ist natürlich ein schönes Gefühl hier zu sein, Sport zu machen, so mit allen hier im Stadion zu sein. Das ist auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis und auch Berlin zu sehen ist natürlich toll. Also ich finde es sehr cool hier zu sein, dass ich überhaupt hier hingekommen bin. Es war natürlich sehr schwer, dass wir überhaupt die ganzen letzten Wettkämpfe gewonnen haben und so. Aber es ist natürlich sehr cool, dass wir hier jetzt auf die deutschen Meisterschaften kommen durften. Besonders bei der Leichtathletik steht die Mannschaftsleistung im Mittelpunkt. Denn die Schüler und Schülerinnen sammeln in den einzelnen Disziplinen Punkte für ihr Bundesland. Und so konnten sich bei Jugendtrainiert für Olympia die Sportschule aus Halle bei der Wettkampfklasse 3 bei den Jungen durchsetzen. Bei den Mädchen konnte sich die Sportschule aus Potsdam die Krone aufsetzen. Für die Sportler ein ganz besonderes Gefühl. Also es fühlt sich richtig, richtig gut an, weil man auch so die Jahre drauf hingearbeitet hat, dass man auch so eine gute Leistung bringt. Und für die Leistung bin ich wirklich glücklich drüber. Aber auch bei Jugendtrainiert für Paralympics schenkten sich die Athleten nichts. Denn auch hier zählt nicht nur der olympische Gedanke. Vielmehr steht die Inklusion der körperlich und geistig beeinträchtigten Kinder im Fokus. Wir haben eine Chance, Deutscher Meister zu werden und dass wir allen zeigen, was wir können, obwohl wir körperliche Beeinträchtigungen haben. Für uns ist immer ein Highlight, hierher zu kommen. Wir sind eine Förderschule für körperbehinderte Kinder aus Hochheim. Und an so einem großen Event wie Jugendtrainiert Olympia und Jugendtrainiert für Paralympics teilzunehmen, ist natürlich gigantisch. Für sie ist es eine riesen Herausforderung und wettkampfmäßig hier was zeigen zu können, dass sie jeder individuell für seine Möglichkeiten Sport machen kann und seine Bestleistung abrufen kann. Das ist echt toll. Nach einem spannenden und langen Wettkampftag konnten bei den Paralympics die Mädchen und Jungen von der Helen-Keller-Schule aus Stolzenau den Gesamtsieg feiern. Bei der Leichtathletik zeigte sich einmal mehr der Hauptgedanke von JTFO, JTFP. Zusammenhalt, Inklusion und Erfolg in der Mannschaft. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, gerade in den Schulen eine breite Masse anzusprechen. Und ich denke, dadurch kann man auch den einen oder anderen in den Verein ziehen und ja, die Leichtathletik auch ein bisschen breiter aufstellen in Deutschland. Wie jedes Jahr bot Jugendtrainiert für Olympia und Paralympics spannende Wettkämpfe und Höchstleistungen bei den Schülern. Und vielleicht war bei der Leichtathletik der eine oder andere Star der Zukunft dabei. Nachdem wir jetzt schöne Momente beim Leichtathletik im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gesammelt haben, sind wir jetzt hier im schönen Zehlendorf, wo die Jungen und Mädchen seit dem frühen Morgen schon gegeneinander antreten, um die bestmöglichen Vorrundenplatzierungen zu erlangen. Eine spätsommerliche Sonne unterstützte heute die Sieger aller Bundesländer im Hockey am ersten Wettkampftag bei JTFO. Und dafür könnte es in Berlin kaum einen besseren Ort geben als das Ernst-Reuter-Sportfeld zu Hause des Berliner Hockey-Clubs. Also die Schüler finden die familiäre Atmosphäre sehr schön. Das ist super organisiert auch. Es ist immer wieder sehr harmonisch. Es geht fair zu. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, dass der Wettkampf zwar wichtig ist, aber trotzdem die Fairness im Vordergrund steht. Im Prinzip jeder gegen jeden traten die Sportler hier in 4-4er-Gruppen gegeneinander an. Die ersten beiden Plätze qualifizieren sich dann für die Zwischenrunden, in denen
um den Einzug ins Halbfinale und dann ins Finale gespielt wird. Und dort wird sich auch Prominenz auf dem Platz blicken lassen. Am Mittwoch wird die Olympionikin Natascha Keller hier bei der Siegerehrung und bestimmt auch bei den Endspielen anwesend sein und die Jungs und Mädchen hier auch unterstützen. Steht natürlich auch für Autogramme zur Verfügung. Doch an Unterstützung hat es auch heute schon in keinster Weise gemangelt. Ein besonderer Hingucker war das Spiel zwischen den Jungs aus Hamburg vom Joanneum und den Spielern aus Frankfurt vom Lessing-Gymnasium. Trotz eines Unentschiedens konnten sich beide Teams mit einem Tor für die Zwischenrunde qualifizieren. Außerdem dabei Düsseldorf, Berlin, Nürnberg, Bad Dürkheim, Bremen und Mannheim. Bei den Mädchen waren es die Teams aus Neuss, Hamburg, Mannheim, Braunschweig, Berlin, Hanau, Bremen, Frankfurt und Brandenburg, die sich für den morgigen Dienstag einen Platz im Kampf um den Pokal sichern konnten. Die Vorrunden im Hockey sind jetzt vorbei. Außerdem hatten wir heute spannende und aufregende Wettkämpfe im Fußball, Tennis und Leichtathletik erlebt. Damit ihr morgen nichts verpasst, schaltet ein, denn Hauptstadt Sport TV ist immer für euch dabei.